Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Runde Tavern Brawl. Eine neue Runde, ein neuer Tavern Brawl. Und zwar dieses Mal Randomonium. Randomonium. Wir haben Encounter the Crossroads. Kennt ihr ja vielleicht schon. Wir suchen uns ein Deck aus und es ist randomized. Aber diesmal kommt noch hinzu, es herrscht ein Mana-Sturm. Das bedeutet, wir kriegen eine Klasse, die suchen wir uns aus, kriegen Random-Karten und jeden Zug sind unsere Kartenkosten zufällig. Das ist interessant. Man kann also nicht den Zug vorher planen, muss sich jeden Zug neu reindenken und das Beste aus den Zügen machen. Was nehmen wir? Wen wählen wir für Randomonium? Schauen wir doch mal. Vielleicht einen Mage? Nein, das wäre zu einfach. Mage ist zu einfach, oder? Mage ist zu einfach. Dann Warlock vielleicht. Ja, mit dem kann man auf jeden Fall Karten ziehen. So, gegen einen Schamanen. Oh, Schamane, ja, könnte auch heftig sein. Okay. Behalte ich mal. Ich schaue einfach mal, was passiert mit den Karten. Ich habe keine Ahnung. St. Stevens ist nicht schlecht in diesem Deck, vermute ich. Und je nachdem, vielleicht erwische ich ja eine 6-8 für einen Mana im ersten Zug. Das wäre schon geil. Die, wie viel sie kosten, sehe ich erst, wenn ich dran bin. Glaube ich. Okay. Unser Schamanfreund spielt. Achtung, nichts. Okay, wir könnten schon was spielen, nämlich Sans Demons für 1. Void Crusher. Lord Drexus! Welcome, welcome. Ah, ausgezeichnet. Ah, ganz kostenlos wurden sie nicht, aber es wurde randomized. Unbound Elemental. Schön, schön, schön. Oh, okay. Ja, ich könnte 3 machen, ich könnte. For each player. Ist gut, ist gut. Ich kann ihn einfach so spielen, weil er gut ist und so. I don't like this place. Und dann gehen wir auf volles Risiko. Ja, hier, yeah, Drain Life, weg damit. Brauchen wir nicht. Ja, ja genau, wenn ich meine Heldenfähigkeit einsetze, dann macht der Bum Bum. Ein random Minion kann auch sich selbst töten. Gut. Oder nicht gut? Und da kommt noch ein Blitzschlag? Oder was kommt da noch? Ein Frostschock. Okay. Ah, verstehe, verstehe. So, da hat sich jetzt nicht viel mehr randomized. Na gut. Vielleicht hat er einen Gewittersturm oder sowas in der Art. Das wäre nicht so schön. Oder Earthbound Elemental. Ist auch nicht so schön. Oh, shit. All Non-Demons. Ja. Ja. Ich könnte ja ihn einfach zerstören und hoffen, dass meiner bleibt. Na gut, meiner geht. Ist auch nicht schlecht. Yeah, Doom for everyone. Oh ja, Logirex ist da. Das ist eine Überlegung wert, ihn sofort zu spielen. Farsight, das sind 3 weniger. Was kommt da? Overtime. Okay, Smash. Tja. Och, just for fun. You face Duraxus. Ich habe zwar nur noch 15 Leben und ich habe gerade vergessen anzugreifen, aber ich kann jetzt jeden Zug eine 6-6 machen. Das ist schon was. Finde ich zumindest. Und es müssten auch Dämonen sein, also Demon Wrath sollte da auch funktionieren. Dark Bear, Bargain. Ja.
Okay. Kann man machen. Na gut, dann. Inferno! Hauen wir die Inferno-Titan-Infernals raus. Wie Inferno-Golem? Infernal heißt er einfach bloß. Und du heißt Dread Infernal. Sehr schön. Ja, mein Kollege, der Schamane, kann er was gegen das Inferno ausrichten? Keep it quick, kid. I ain't got all day. Oh-oh. Das ist kein One-Mana-Spell. Das ist einer. Aber, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das vollkommen egal, da wir gewonnen haben. Oh. Nein! Zerstöre sie! Ich möchte die Animation sehen! Oh. Unknown haben wir besiegt. Auf zum nächsten. Ein lästiger Paladin. Oh, Wilfred Fizzlebang. Das ist interessant. Ich glaube, in dem Fall behalte ich wieder die ganzen Karten. Ich kann zwar Besseres ziehen, aber da ich nicht weiß, wie viel alles kostet, ist es ja prinzipiell sowieso egal, was ich ziehe. Aber Wilfred Fizzlebang, kostet noch 3. Das ist schon mal interessant. Leider kann ich in dem Fall noch nichts damit anfangen, was ich mit den Sachen, die ich gezogen habe. Ich glaube, die springen nicht zu sehr im Mana-Konsum. Oder auch doch, also eine 5 kann man mal machen. Im zweiten Zug ein 2-3 mit Death Rattle und... ja, das kann man echt schon mal bringen. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein Auto-Lose in dem Fall. Weil... das schafft nicht mal ein Ramp-Druide so perfekt hin. What you want. Boah. Jawohl. Jawohl, okay. Okay. So, möge der Randomizer angeschmissen werden. Komm. Hau was. Ja, komm. Gib ihm plus 3, plus... ja, genau, ein Divine Shield. Oh, oh. Oh, ging daneben. Oh. Gut. Die ist schon mal weg. Kann man mal bringen? Das, ja, durchaus. Finde ich prinzipiell gut, was er da hat. Hm. Ja, du müsstest ein bisschen günstiger werden. Dann wäre das auch ganz cool. Halt. So, trotzdem habe ich ein Problem. Wie gesagt, ich gehe immer davon aus. Der hat Late Game. Und das kostet alles nix bei ihm. Ja. Demon Heart. Und Sacrificial Pact. Okay. Demon Heart. Sacrificial Pact. Auf den. Und dann. Ja, ich hab verloren. Obwohl es jetzt cool wäre. Hexenmeister war schon ziemlich cool. Wie sieht's jetzt doch mit dem Magier aus? Ned Pagel. Ronin. Das behalte ich alles. Her damit. Eigentlich sollte man in diesem Modus für die extrem starken Karten eigentlich fischen.
In Anführungsstrichen fischen, versteht ihr? Netpegel, fischen, ja. Ich brauche Grillenzirpen. Na gut. Ach, ihr seid alles Langweiler. Na gut, das kann man schon mal machen. Und du kostest Best Seats ever. Also vor allem, ja, shit. Ey, ich will auch im zweiten Zug Alexstrasza sowas spielen können. Das wäre doch schon mal was. Oder im ersten Zug Clockwork, nein, shit, ja. Und was mache ich? Ich mache nichts. I can wait Ernsthaft? Einen Clockwork Giant im ersten Zug? Hogger. Ja, gut. Ha, caught one. Was? Zweimal sogar? Hey, ernsthaft? I serve the Fire Lord. Tja, in der Hoffnung, dass er... Ja gut, er wird wahrscheinlich mit der 8-6 den jetzt clearen, weil wenn er mit der 4-3 ihn cleart, dann ist er jetzt weg demnächst. Ich bräuchte Alexstrasza und Ronin ein bisschen kleiner. Am besten mit Effigy noch klein, dann könnte ich beides spielen. Also Alexstrasza mit Effigy gepaart wäre schon ziemlich Premium-mäßig. Aber gut, der muss ja auch noch irgendwas spielen, also... Oh. Ernsthaft? So, Flamestrike. Oh ja, ach, Klappe. Mach mal schon. Tja, ich habe auch ein paar Sachen in der Hand. Natürlich kann er seine ganzen Tokens reinschleudern. Das ist natürlich garstig, aber... Naja, was soll ich machen? Oh, sehr gut. Achso, habe ich verloren? Kann das sein? Ja? Ja, ich habe verloren. Ja. Kann man nichts machen. Aber das... Irgendwie macht das schon Bock. Auch wenn man null Chance hat mit jeder Klasse. Also, oder man hat gewonnen. So, jetzt probiere ich einfach mal auch den Paladin aus. Ja, diese Karten will ich alle nicht. Überhaupt nicht. Ich brauche große Karten. Naja. Oh, ja, sowas will ich sehen. Tyrion Fordring, das ist doch eine Karte. Jetzt könnte ich Master for Battle gebrauchen. Dann Quartermaster. Am besten Master for Battle und Quartermaster für einen Mana? Nein? Ein Secret. Wie exciting. Das macht mir Angst, dass mein Gegner nichts hat im ersten Zug. Das ist so ungewohnt, sonst kommt doch immer so ein Giant. Okay, beim letzten Mal kam Giant. Aber, mal schauen, im zweiten Zug. Okay, gut. Kann man was machen? Kann man was machen? Fragezeichen? Ah, fast. Ah, der hat selbes Mana. Nein, die da. Wir spielen Secret Paladin, jawohl. Enter der Kolosseum ist eigentlich total schrottig. Naja. The Beast. Für 1. Und dann eine Münze. Und was kommt für 3? I have no time for games. Ja, das ist eine Hausnummer. Was? The Beast? Okay.
Na, ich hoffe, das klappt so, wie ich es vorhabe. Light it up. The battle. Sehr schön. Destroy all minions except each player's highest attack minion. Und jetzt geht's ab. Put your faith in the light. Tiny Mon. Wobei, der könnte Hex haben. Ich bin erstmal nicht mal so laut. Oh, Hex würde mir jetzt so wehtun. Das wäre echt tragisch. Oh, das sieht gut aus. Ja, prinzipiell kann man... Ich kann ja nicht mehr davon ausgehen, dass Hex 3 kostet. Och, ist das ja herrlich. Na, schön. Kein Angriff? Gut. Don't test me, child. I've been inside that thing for months. Ausgezeichnet. 3-3, eine 1-7 jetzt. Wobei die 1-7, naja, auf die könnte ich verzichten. Da gibt's mit Sicherheit Besseres. Aber immerhin. Neptulon! Nice. Wie viel hat der Overlord? 3. Nice. Oh, das passt alles perfekt gerade ins Bild. Das wiederum schlecht. Jetzt passt es nicht mehr perfekt ins Bild. Reporting for duty. Shalom, crush you. Na gut. Ich gehe davon aus, dass da was passieren wird. Irgendwas. Zerstörungsmäßiges. Wenn nicht, dann zerstöre ich ihn vermutlich. Okay, der geht für den Value Play. Kann er sich das leisten? Das ist bisher noch kein Ja. Auch wenn es ärgerlich ist. Also ich habe mich schon über mein Schwert gefreut. Ja, gut. Das juckt mich nicht. Oh. Schauen wir mal an. Ich habe sogar Secrets. Noble Sacrifice und Competitive Spirit. Erneut. Na gut, mach mal so und dann. Reporting for duty. Killen wir dich so. Dich. Don't test me, so. Hat jetzt keinen großen Sinn, was ich hier mache, aber ich denke, das passt schon so. Gut. Ja, das könnte zerstören. Oh, da jetzt kommt. Oh, die totale Destruction. Der hat doch so ein. Nein, wir haben gewonnen. Na gut. Das war doch ein recht witziger Modus, finde ich. Also echt? Der war echt witzig. Hat mir gefallen, der Tavern Brawl. Einfach mal irgendwas spielen, jeden Zug neu denken und. Oh, geil! Auch noch belohnt werden. Was ist es? Baron Geddon, neue Legendary, die ich noch nicht hatte. Sehr, sehr geil. Wunderbar, ein super Tavern Brawl und ein super Pack. Das ist doch klasse. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.